Herr Professor Spitz, ich freue mich, Sie begrüßen zu können in der Klinik Buchinger Wilhelmi. Bitte schildern Sie erstmal Ihren Werdegang, wie Sie vom Saulus zum Paulus geworden sind. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich bin von Hause aus in meinem ersten Leben Nuklearmediziner gewesen, das heißt also Hightech-Mediziner, irgendwie Radiologie, und habe das 30 Jahre lang als Chefarzt an einem städtischen Klinikum im großen Haus gemacht und bin dann Anfang dieses Jahrtausends aus diesem Konzept rausgeschieden, war noch nicht pensionsreif und habe mir überlegt, was kannst du noch tun, und bin dann in die Prävention gestolpert. Mehr oder minder per Zufall, habe dann Ernährungsmedizin nachträglich die Ausbildung gemacht, damit ich weiß, wovon ich rede, und habe dann angefangen, den Datenbanken zu lesen. Und da sind dann mir verschiedene Erleuchtungen gekommen, über die wir gerne dann nochmal sprechen können, einzeln sprechen können. Und was hat Sie denn bewogen, zum Fasten zu kommen zu uns? Ich habe immer einen sehr breiten Ansatz, einen globalen, einen ganzheitlichen Ansatz gehabt. Und das Fasten, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist etwas, was wir immer schon gehabt haben. Weil es hat keine Kühlschränke gegeben früher, sondern wir mussten gucken, dass wir was finden. Das heißt, wir sind abends ins Bett gegangen, wobei uns der Magen nicht geknurrt hat. Das ist eine moderne Erscheinung, dass man immer Hunger hat. Sondern wir waren einfach ausgeglichen in unserem Stoffwechsel. Und am nächsten Morgen ging es los, gingen wir auf die Jagd. Auch wenn wir kein Frühstück hatten, es funktioniert. Das heißt, der Hungerzustand ist für den Körper ein Normalzustand. Also von daher ist für mich Fasten gleichbedeutend mit Mikronährstoffzufuhr oder Vitamin D oder Bewegung oder was auch immer. Wir wissen ja, dass eine Reduktion oder ein Zurückfahren von Eiweiß und Zucker Reparaturgene anstößt. Und das ist ja der Benefit des Fastens, weil da die Möglichkeit der Korrektur besteht. Dieses Handwerkszeug haben wir ja, das müssen wir ja nur nutzen. Und da können wir ja Zivilisationserkrankungen bessern. Ja, also das ist das Tolle für mich als ehemaligen Hardliner der Medizin. Es sind die Umweltfaktoren, die Einfluss haben auf unseren Körper, wie auch die Schwerkraft zum Beispiel oder das Licht, und die Nahrungsfaktoren und die Bewegung und so weiter und so fort. Und alles dieses schraubt letztendlich an unseren Genen herum. Und wenn wir dieses wissen, haben wir plötzlich einen Werkzeugkasten, hochkomplex, aber auf diese Faktoren angewiesen. Und wenn wir jetzt in unserem modernen Leben diese Faktoren beseitigen, weil sie uns lästig sind oder einfach weil sie wegfallen, weil wir nicht mehr draußen sind, weil wir die Ernährung komplett geändert haben, dann hat der Körper diese Stellfaktoren nicht mehr. Und daraus entwickeln sich immer mehr die sogenannten Zivilisationskrankheiten, die ihren Namen zurecht tragen. Und das wissen viele Menschen nicht, ja, dass die Gene eben nicht dauernd arbeiten, sondern dass sie ab und angeschaltet werden und dass der Lebensstil da einen großen Einfluss drauf hat. Ja. Und was ich so beklemmend finde, dass das, dieser schlechte Lebensstil vererbt werden kann. Diese Epigenetik setzt sich fort, wenn Kinder geboren werden, die haben zum Beispiel ein höheres Risiko, dann adipös, also fettsüchtig zu werden, wenn die Mutter übergewichtig war. Und das müsste man doch einem ganz breiten Publikum klar machen. Da bin ich absolut bei Ihnen. Wir sind, und zwar weltweit, ja in einer Wirtschaft, die davon lebt, immer mehr umzusetzen, immer mehr zu produzieren. Und das trifft jetzt leider auf die Krankheit zu. Die Krankheit ist ein Wirtschaftsfaktor geworden. Wir setzen in Deutschland täglich 1 Milliarde Euro in der Krankenindustrie um. Nicht in der Gesundheitsindustrie, in der Krankenindustrie. Die großen Player in der Gesellschaft sind an der Prävention nicht interessiert, weil man mit Krankheit viel mehr verdienen kann. Weil sie für einen kranken Patienten mehr Geld bekommen aus dem großen Topf als für einen gesunden. Also eine ausgesprochen kranke Situation in unserer Gesellschaft. So ist es. Aber wir haben zunehmend Patienten, die wissen wollen, worum es geht, und die nicht Pillen schlucken wollen. Und die sagen, was kann ich tun, um weniger Medikamente zu nehmen? Und die sehen, dass sie mit dem Fasten zum Beispiel ihre Zuckermedikamente loswerden. Natürlich müssen sie ihren Lebensstil ändern. Aber das Schöne am Fasten, vor allem am längeren Fasten, ist, dass es auf das Serotonin einwirkt. Und hinterher sind die Leute besser gestimmt, haben eine bessere Motivation, ihren Lebensstil zu ändern. Und wenn sie hier einüben, die Bewegung,
die ihnen Spaß macht. Wenn sie sehen in der Lehrküche, wie man eine gesunde Nahrung zubereiten kann und die auch noch schmeckt, dann sind sie gewillt, das daheim zu machen. Und wir haben ganz viele Wiederholer, weil die sagen, wer einmal gefastet hat, wird süchtig. Man hat hinterher einfach ein so gutes Lebensgefühl, das möchte man nach einer gewissen Zeit wieder haben. Aber was auch noch leider Gottes stattgefunden hat, ist, dass nicht nur die technische Seite verändert worden ist, sondern auch unsere kulturelle, unsere soziale Seite ist verändert worden. Wir leben heute in ganz anderen Sozialverbünden. Wir haben früher in großen Verbünden gelebt, wo das abgepuffert war. Und jetzt hat man kapiert, dass nicht die Eltern das Wissen an die Kinder weitergeben, denn die mussten immer schon die Maloche jagen und sammeln, sondern die Alten, die Großeltern, die saßen nämlich in der Höhle mit den Kindern und passten auf. Und dass das funktionierte, ist so zu erklären, wir wissen heute, wenn ein alter Mensch ein kleines Kind sieht, schüttet er bestimmte Botenstoffe aus, die neue Gehirnzellen wachsen lassen. Das heißt also, das kleine Kind, was mit einem alten Mann zusammen ist, lernt etwas und wird schlau. Der alte Mann, der oder alte Frau, die mit einem Kind zusammen ist, bleibt schlau. Aber nochmal zurück auf Ihre Klinik, ich bin tief beeindruckt, das Wissen ist das eine. Aber das Umsetzen ist das andere. Und wenn man hier innerhalb von 14 Tagen oder 3 Wochen, wenn es leisten kann, gesehen, gelernt und erfahren hat, genau, wie gut es einem dabei geht, wie einfach das alles umzusetzen ist, der nimmt das mit nach Hause. Wir bemühen uns ja auch, Hinweise zu geben, wie es zu Hause gelingen kann. Seit dem Nobelpreis 2016 für Autophagie ist ja klar, dass Nahrungspausen da sind, dass der Körper seinen Müll entsorgen kann. Und wir bieten auch hier in der Klinik schon 16-8 an, also dass man 16 Stunden Pause hat beim Essen und nur innerhalb von 8 Stunden isst, weil, wie Professor Madeo von Österreich gesagt hat, jeder hat ja seinen individuellen Biorhythmus. Der eine hat in der Früh keinen Hunger und der andere hat abends vielleicht keinen Hunger. Ja. Und warum soll man jemandem früh was hineingeben, wenn er keinen Hunger hat? Die Leute müssen lernen, dass sie nicht regelhaft immer dazwischen essen müssen, sondern sie können das so timen, dass sie dann wirklich auch entsorgen können. Es gibt noch eine Sache, die für die Wichtigkeit dieser Pausen, dieses Rhythmus spricht, dass unser Gehirn nachts gespült wird. Wenn man tief schläft und gut schläft, und das tut man eben nur, wenn man auch in den Essensrhythmen richtig drin ist, dann schrumpfen einzelne Gehirnformationen etwas und dann gehen kleine Kanäle auf und da wird Gehirnwasser durchgespült. Ich finde es faszinierend, was bei unserem periodischen Fasten, sagt man ja jetzt heute, was man an Besserungen sieht bei Erkrankungen, für die wir keine ursächliche Erklärung haben. Wir müssen ja therapieren, obwohl wir nicht wissen, was zu dieser Krankheit geführt hat. Der Patient sitzt da und sagt oft als letzte Hilfe, bin durch alle Fachärzte gegangen, jetzt muss es das Fasten richten. Ja. Und dann denkt man sich manchmal, soll man es wagen, weil manchmal sind es auch Erkrankungen, die man noch nie gesehen hat oder die vielleicht auch so ein bisschen an der Grenze sind dessen, was man wagen möchte. Und dann sieht man doch erhebliche Verbesserungen. Und ich erkläre mir das nur mit diesen Reparaturmechanismen, die wir haben, wo wir noch weit davon entfernt sind, die wirklich zu verstehen. Richtig. Aber der Körper weiß es zum Glück. Ja. Mehr als alle Ärzte zusammen. Deswegen, wenn wir dem Körper das geben, was er braucht, läuft das andere automatisch. Ja, wir kennen inzwischen sehr, sehr viele Dinge. Wie gesagt, diese Autophagie, die ist ewig schon bekannt. Aber es war eben nicht bekannt, dass man sie durchs Fasten auslösen kann. Ja, die läuft immer ein bisschen ab. Aber wenn der Körper im vollen Betrieb ist, dann sagt er, nee, das geht noch so gerade eben. Ich lasse diese Zelle, die nicht so gut ist, die lasse ich sein. Und dafür ist eben, wie gesagt, genau diese Fastenperioden sind dafür da. Und da gibt es eben die beiden Möglichkeiten, so wie Sie gesagt haben, entweder ich faste am Stück 10, 15 Tage, bis zu 30 Tagen geht es ja theoretisch locker, wobei man es nicht unbedingt zwingen muss. Aber auf der anderen Seite, dieses periodische und intermittierende Fasten ist sicherlich auch im Alltag eine extrem elegante Möglichkeit, dem Körper immer mal wieder die Möglichkeit zu geben, zu reparieren. Und wenn man das dann über Nacht macht, egal ob das Frühstück weg oder Abendessen weg, dann hat man 16 Stunden, wo der Körper sagen kann, hallo, hallo. Und die Hälfte davon schläft man sowieso. Also ist das ideal. Für unsere Übergewichtigen ist ja auch wichtig, dass am Abend oder über Nacht das Wachstumshormon gebildet wird und das macht ja Fettabbau und Muskelaufbau. Und ich habe viele Patienten, die machen bei uns 2-mal im Jahr das periodische Fasten und machen dann
entweder abends wenig Kohlenhydrate oder eben dieses 16-8 und kommen dann so treppchenweise vom Gewicht runter, versuchen es zu halten, kommen runter, versuchen es zu halten. Ja. Man muss den Menschen eine Strategie geben, die auch über das einmalige Fasten hinausgeht. Richtig. Weil einmal fasten und dann so weiterleben wie vorher funktioniert nicht. Sie müssen erkennen, dass sie am Lebensstil was ändern müssen. Das tägliche Tun. Also ich habe vor 10 Jahren eine Stiftung gegründet für Gesundheitsinformation und Prävention. Der Wahlspruch der Stiftung lautet: auf dem Trittbrett der Natur zu neuen, gesunden Lebenswelten. Mhm. Wenn wir die Natur beobachten, gucken, was da ist, dann brauchen wir im Grunde genommen keinen in den Weltraum zu schicken, dort Experimente zu machen, warum wir hier unten krank werden. Es kommen ja auch immer schönere Erfolge auch aus der Forschung, dass beim Fasten zum Beispiel neue Stammzellen entstehen. Ja. Das ist doch ein Wahnsinn, dass Zellen entstehen, die wieder im Körper funktionieren können, wie wenn sie gerade geboren worden wären. Das heißt, auch dieses Reparaturzeug ist da, nur der Mensch, der ja alles besser kann, fängt an, Embryonen zu quälen und macht dann eben embryonale Stammzellen. Es ist bescheuert. Wir haben die Stammzellen in uns. Nur, jetzt geht es wieder mit dem System. Wir haben eigene Nischenzellen, die die Stammzellen versorgen. Nur wenn ich jetzt den Körper runterfahre und in die Situation bringe, können die Nischenzellen die Stammzellen nicht mehr pflegen. Und wenn ich die dann brauche, sind die Stammzellen nicht einsatzfähig. Wenn Sie einen Diabetes bekommen, das heißt also eine Insulinresistenz, dass die Zellen den vielen Zucker nicht mehr verarbeiten können, trifft das auf das Gehirn zu. Das heißt, die Gehirnzellen können den Zucker nicht mehr verwerten. Dann fangen die an zu hungern. Wenn ich also über eine Insulinresistenz meinen Gehirnzellen keinen Zucker mehr geben kann und mich dann noch fettarm ernähre, weil ich glaube, dass es gesund ist, dann sabotiere ich auch diesen zweiten Ersatzweg, denn die Gehirnzellen können auch Fett verwerten, wenn die Leber es ihnen zur Verfügung stellt. Wenn ich das aber nicht kann, dann verhungern diese Zellen, dann habe ich meinen Alzheimer mit 55. Katastrophe. Und ich glaube, die Kunst in der ärztlichen Tätigkeit ist diese integrative Behandlung. So werden wir leider nicht ausgebildet. Ich habe ursprünglich Innere Medizin gelernt. Da hat man gelernt, welches Medikament man mit welchem kombinieren kann und wo man wann das geben darf. Aber dass es anders geht, hat keinen interessiert. Und das muss man sich dann mühsam alles aneignen. Ja. Und es wäre wünschenswert, dass die Mediziner so ausgebildet werden, dass sie erstmal schauen, was der Körper kann und wie man die Leute dazu bringt, dass sie das tun, was ihnen nützlich ist. Bis zur zweiten Prüfung läuft das ja noch. Die Physiologie und so weiter wird ja alles gelehrt. Das Verständnis war ursprünglich da, ist ja auch geprüft worden. Aber ab der Klinik geht das los. Entweder die Pille oder zum Chirurgen. Nur diese beiden Alternativen gibt es. Und das kann ich sagen. Warum nehmen wir nicht so einfache Dinge wie das Fasten oder die Bewegung oder die mikronährstoffreiche Nahrung und geben sie dem Körper und lassen den tun, was er über Millionen Jahre gelernt hat. Es könnte so einfach sein, wenn die Gesellschaft wieder mitmachen müsste. Wir brauchen keine neue Medizin, wir brauchen eine neue Gesundheitskultur. Und die muss die Gesellschaft schaffen. Die Gesellschaft hat sich, aus welchen Gründen noch immer, brauchen wir nicht darüber zu philosophieren, aber faktenmäßig so verändert, dass der Einzelne da drin nicht mehr gesund bleiben kann. Das heißt also, wir leben letztendlich in einer toxischen Umwelt und die macht die Menschen krank. Und warum haben wir kein Fach Gesundheit in der Schule? Die einen schauen, was zahlt die gesetzliche Krankenkasse, die anderen sagen, das sind die Lehrer, die sollen im Biologieunterricht sagen, was notwendig ist. Es ist kein Interesse da, das wirklich vernünftig zu machen. Wir haben einen Markt von 360 Milliarden Euro, einen Krankenmarkt, und der wird massiv ausgenutzt. Und dagegen kann die Gesundheit nicht an. Warum? Weil wir keine Lobby haben. So ist es. Und damit kommen wir jetzt zu meinem neuen Hobby. Seit letztem Jahr habe ich mir vorgenommen, ich bin zwar ein alter Sack, aber ich fange an, Lobbyarbeit zu betreiben. Ich gehe in die Politik, aber nicht in die Parteien, sondern ich fange an, unten, Graswurzelbewegung, Lobbyarbeit zu treiben. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Einmal die Neugierde, wie das mit dem Fasten funktioniert, aber einfach Leuchttürme, so wie diese Klinik, die seit 100 Jahren diese Dinge schon tut, einzusammeln, einzubinden in ein Netzwerk von Institutionen und Menschen, die alle an dem gleichen Strick ziehen. Oder zusammen im Chor singen. Und im Chor singen heißt sehr laut werden. Jetzt verraten Sie mir noch, wie Sie sich beim Fasten gefühlt haben. Also ich habe mich beim Fasten eigentlich ganz gut gefühlt. Und ich meine, war nicht gerade übergewichtig, als ich hierher kam, nochmal einige Kilos drin gelassen. Das geht auch automatisch. Also wer Probleme mit den Kilos hat, das geht nicht einfacher als hier. Ja? Nahrung raus, Kalorien raus, dann sagt der Körper,
ich habe ja keine Kohlenhydrate mehr zum Verbrennen, jetzt muss ich an meine heißgeliebten Fettreserven gehen. Wir haben auch einen Teil Patienten, die sind schlank, aber haben Migräne oder Rheuma, also haben einen Leidensdruck, wo man weiß, dass durch das Fasten, durch die antientzündliche Wirkung Linderung zu erzielen ist, mit dem Nebeneffekt, dass sie ein bisschen Gewicht verlieren. Aber das ist ja reversibel. Und wenn sie hinterher keine Kopfweh mehr haben und die Gelenke bewegen können, dann nehmen sie wieder zu, das, was sie brauchen. Aber sie sind eben ihre Beschwerden los. Und wir haben ja auch viele, die so eine leichte oder mittelschwere Depression haben, zu uns kommen, die fasten und durch die Aktivierung des Serotonins hinterher anhaltend besser sind. Ja. Und Hüther hat ja nachgewiesen, dass diese Serotonin-Rücktransporter zum Teil entsorgt werden, weil ja Protein abgebaut wird, sodass es strukturelle Veränderungen sind und deswegen das eine nachhaltige Wirkung ist hinterher. Und deswegen fasten ja so viele, weil sie dann dieses gute Gefühl auch hinterher noch haben. Ja. So, wir haben eine Krankheit, zum Beispiel die Epilepsie, wo also mit Medikamenten viel ja auch gemacht wird, bei Kindern vor allen Dingen auch, nur irgendwann geht es nicht mehr. Und dann greift man zu einer Ernährungstherapie, die ketogene Ernährung. Und dann sind die Kinder plötzlich beschwerdefrei. Ja, verdammt nochmal, warum gibt man denn nicht gleich diese Ernährung? Können die ganzen Pillen sparen. Wir haben ja auch hier die Beobachtungsstudie gemacht, 1400 Patienten, Labor am Anfang, Labor am Schluss und haben alles genau monitort, den Blutdruck und so, haben nachgewiesen, dass das Fasten sicher ist, dass es sich günstig auf den Cholesterinstoffwechsel auswirkt, dass es günstig auf den Blutdruck sich auf und vor allem die Stimmung. Also die haben Büchlein geführt, wie sie sich fühlen. Und wenn wir weiter so Forschungsarbeit machen können, dann kann man auch die klassische Medizin überzeugen, dass das, was wir aus der Erfahrung ja schon lange wissen, dass wir es jetzt auch belegen können mit Studien. Ja. Wir sollten die alte Erfahrungsmedizin, sollten wir wieder integrieren. Mhm. Sie ist A, hocheffektiv, B, kostet sie kaum etwas und C, sie ist nebenwirkungsfrei. Gut, Herr Professor Spitz, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Information. Und ich hoffe, dass Ihnen das Fasten weiterhin gut in Erinnerung bleibt. Und ein Patient hat gesagt, wenn man einmal gefastet hat, wird man süchtig. Ich bin mir sicher, dass wir Sie wieder hier sehen werden. Es ist einfach toll. Also es könnte durchaus sein, dass ich wiederkomme. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.